Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Donnerstag, Rückspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Wo sind wir heute? Freunde, wir gucken uns das Spiel zwischen dem SV Setzen und der TuS Ennepetal 2 an. Im Hinspiel ging das Ding jetzt 2-2 aus. Weißt du, heute geht es um alles. Freunde, alles. Es ist voll, das ist komplett voll. Ich zeige es euch mal gerade, Freunde. Also hier kracht und pfeift überall. Parkplatztechnisch noch nie sowas miterlebt. Gerade wirklich Schlangenlinien erfahren, um hier irgendwie reinzukommen, hochzukommen. Das Ding ist voll. Dementsprechend wird es ja auch, glaube ich, ja, die Stimmung sein, ne? Wir checken jetzt ein. Aber ob hier alles voll ist. Oh. Freunde, wir haben uns jetzt eingedeckt. Ihr wisst Bescheid. Wir sind hier übrigens noch auf Wunsch von Gianluca und Jonas. Yes, das sind Spieler der SV Setzen. Wir haben uns gefragt, ob wir jetzt beim Rückspiel hier sein können und das Ganze mitfilmen. Ich weiß nicht, ob wir die gleich noch sehen werden, wenn die Jungs spielen. Wahrscheinlich eher nicht, aber geiles Wetter, viele Leute, wird Bock machen. Also cool, dass ihr gefragt habt. Wie geht das aus? Hinspiel war 2-2. Ennepetal ist schon torgefährlich. Ne? 116 Tore geschossen diese Saison. Setzen, aber auch nicht schlecht. Ich sag mal, der Kulisse hier, ihr werdet es gleich sehen. Mit, ein bisschen Vorteil für Setzen. Ja, 3-1. Die machen das 3-1, aber viele Tore werden heute. Ja, safe. Was passiert hier, Bruder? Ja? Ja, irgendwie cool, wenn das. Was gespielt? Es geht los, Freunde. Tja, und jetzt muss Setzen sich selbst hier raus. Boah, ey, Freunde, ich glaube, die ersten 10 Minuten 1-0 jetzt für Ennepetal. Ja, ich bin gespannt. Vierte. Ich hätte echt Vierte getippt. Mit der Nummer 7, Joe Hill. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Digga, was passiert hier? Du hast 15 Minuten. 50 Spielminuten, das zweite Minuten, Gast. Oh, hier kratzt. Also, nach 5 Minuten 2-0. Vielleicht Blitzkau, oder? Der Freund, 4. Minute 1-0. Dann Anstoßback 2-0. Schön gespannt, ne? 15 Minuten? 15 Minute. 2-0 im Stand. Der Torwart hält die noch gerade nach dem Spiel, ne? Also 3-0 wäre das Ding over. Ach, das ist gefährlich. Du bist der Mann, der muss nicht das 3-0 gleich kriegen. Ach, Scheiße, der Mann liegt rein. Ach, aber die. Mal ein kleines Lebenszeichen. Lebenszeichen. Ist da. Oh. Ah, die machen das lässig im Schwung. Oh. 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 Ja, gelbe Karte, Herr Schiedsrichter. Oh. 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 Okay, okay. Ja, aber ja, also ich meine. Oh,
Ja, wie holt er den Ball dann? Der schießt dann eigentlich den Mann an. Der schießt den Mann, holt den Ball, dribbelt es sich alle durch und dann 3-0. Aber das Individuell macht ja schon krass, ja? Also die individuell auch im Team. Sehr stark. Die Krank macht den rein. Aber krass. Aber die Scheiße macht den rein. Das ist immer noch krass. Vier deutsche Halbzeit, das ist egal. Ja, das war es. 4-0. Das war 10-10, kommt mal. Ja, der war schon mal. Sehr starker Abschluss da. Also, ihr seid noch krank. Props. Ich glaube, Halbzeitanalyse brauchen wir nicht, oder? Der Ergebnis sagt ja alles. Da gibt es nicht viel zu sagen. 4-0 zur Halbzeit. Das Ding ist sauber, ne? Das ist jetzt Mannschaft dominiert, ne? Mhm. Nein, Freunde, klar, wir sind hier parteiisch, ne? Aber wir hoffen jetzt, dass das Spiel spannend wird vielleicht, ne? Deswegen. Ja, zumindest mal so ein, zwei Tore noch versetzen. Aber bis jetzt kam leider echt noch gar nichts. Ne? Das kann man einfach sagen, es kam noch nichts. Die zweite Halbzeit, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch geht. Vielleicht ein Wunder. Ja, ich meine. Wunder oder geht noch höher aus? Man weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Ach so, ja. Freunde, ich war gerade in der Halbzeit Getränk holen. Da hat mich ein Zuschauer von Sätzen angesprochen, der Kütschert. Grüße gehen raus, Bro. Echt cooles Gespräch mit dem gehabt. Also freut mich immer wieder mit Zuschauern von uns zu quatschen, die uns kennen. Macht Bock. Okay. Noch ran? Nein, das Spiel plätschert gerade vor sich hin, aber wenn ihr schon bis hierhin geschaut habt, lasst auch gerne mal einen Sub da. Wird natürlich uns unterstützen und freuen. Yes, Freunde, wir haben richtig Bock darauf. Wir freuen uns wirklich bei jedem einzelnen Abonnenten, der reinkommt. Okay. Passt. Ja, ne? Da kann man. Jetzt schießt einfach nur ein. Ja, ja, ja. Schieß mal was. 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 Schieß mal Stimme, ja. Was sollen wir euch noch erzählen? Ne? Steht immer noch 4-0. Passiert nicht viel, ne? Wir spielen das souverän runter. Passiert wirklich nicht viel. Ja. Man setzt einen Versuch, den kommt er. Der Gast macht das halt echt krank gut. Hat ja auch gepasst, ne? Also heute klappt gar nichts bei Sätzen, ne? Muss man sagen. Ansätze sind da, aber es passiert nichts. Freunde, kennt ihr diese unnötigen Gespräche? So, stell dir mal vor, SV Sätzen wechselt jetzt Haaland ein. Würde das Spiel jetzt allein drehen? So, kennt ihr diese unnötigen Gespräche so? Wow. Und wieder nicht den Ball getroffen. Kriegt er den noch? Guck mal. Der kommt auch durch. Ja, okay. Aber wieder der Achter, ne? Der Achter ist krass. Also wenn du das Video siehst, krass. Du bist krass. Aber Props hat die das ganze Spiel gemacht. Und das Ding ist hier auch mal, Freunde. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, oder? GG. NFL. Der Name ist ja einfach sprechen. Er ist ausgesprochen. Inhibitor. Ja, die Zeit wird trotzdem mit einer Mannschaft. Aber es klappt halt nächstes Jahr. Drops. Da wird trotzdem geklatscht. Keine Formel für die Mannschaft. Fans stehen zu ihrer Mannschaft. Und da geht Drops raus an den SV Sätzen. Outro, Cousin. Ja, Freunde. Also, zur Halbzeit 4-0.
Spiel war komplett einseitig, muss man einfach so sagen. Aber für mich heute Highlight war mit 5-6 Zuschauern, die uns angesprochen haben, egal über was, ob es die Bratwurst war. So, Freunde, nochmal aus dem Auto. Wie gesagt, zum Spiel gibt es halt nicht viel zu sagen. Ihr habt die Tore alle gesehen, vor allem die erste Halbzeit. Herzlichen Glückwunsch an Elbtal, die wahrscheinlich ihr bestes Saisonspieler gespielt abgeliefert haben. Ja, gut, die Spiel 4-0 weggehauen, alles hat gestimmt, von vorne bis hinten. Auf der anderen Seite das komplette Gegenteil, heute einen kompletten Blackout gehabt. Aber ja, auch keine schlechte, super Saison gespielt. Ne? Wenn die nächstes Jahr genauso weiterspielen, dann wird es auch was mit dem Aufstieg. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Es war vielleicht jetzt das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr jetzt. Ja, in dieser Saison einfach. In dieser Saison, ne? Ja. Wenn die Rückrunde fängt ja im Winter wieder an, Freunde, dann werden wieder Aktivvideos kommen. Ja, ja, Winter. Lass uns irgendwas... Jetzt, ja. Also Freunde, für mich das größte Entertainment war heute tatsächlich, dass viele Zuschauer die Videos von uns gesehen haben, uns angesprochen haben, sei es eine Bratwurst oder... dass die zum Beispiel beim Freudenberg-Spiel nicht dabei sein konnten und dann über unseren Kanal das Video gesehen haben. Also ja, das hat mich am meisten gefreut heute, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir freuen uns, dass echt immer mehr Leute halt aus dem Umkreis uns erkennen. Ja, also ich freue mich über jeden, der mich anspricht. Ansprechen, geil. Ist immer sympathisch. Hoffentlich geht das so weiter, Freunde. Yes. Freunde, wir machen erst im Winter wieder. Laut Ehe, ja, tut mir leid. Nein, Sommerpause, sorry. Nee. Nach Sommer. Also wie gesagt, die ganze Hinrunde wird keine schon... Videos geben von uns. Tut mir ich leid. War schon eine Dings weit. Ja, wir sehen uns nach der Sommerpause wahrscheinlich erst wieder. Peace out. Hop inside an Audi, then I hit the dash. Shawty know I only care about the cash. Big bands, big sticks, big rash. She asked me how I got it, said I got a life.